Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Röpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Lego Star Wars die Skywalker Saga. Ja, in der letzten Folge haben wir das Spiel angefangen. Ich habe direkt 2 Stunden gespielt und dazu ein komisch ein bisschen geschnitten, ne? Und ja, wir sind ja in Episode 1 mit Qui-Gon's Jinn und Obi-Wan Kenobi und Jar Jar Binks. Und wir sind hier noch immer dabei, Feed ein bisschen zu erkunden, ne? Und ich kann schon mal, das habe ich doch schon gemacht. Aber irgendwie hast du halt nicht gespeichert, ne? Ich dachte, das Zeug wird hier alles gespeichert. Die Sammelobjekte. Ja, das haben wir doch gesehen, ne? Und ja, wir laufen ein bisschen weiter herum. Ich habe mal versucht, irgendwie so ein bisschen offscreen, irgendwie so ein bisschen hier zu erkunden, aber weiß nicht. Ich sehe die ganze Zeit irgendwie neue Sachen, die ich vorher noch nicht gesehen hatte. Und ich möchte jetzt hier nicht über irgendwas stolpern, was ich hier noch nicht, kenne und so und dann aus Versehen und gehört einsammeln oder was ich nicht alles, ne? Deswegen ist es ein bisschen schwierig hier, glaube ich, so abzuschätzen, so was ich machen kann und so, ne? Oder was ich machen sollte auf Screen, ne? Wir müssen uns wahrscheinlich damit abfinden, dass ich hier die meiste Zeit eigentlich nur durch das Spiel renne und versuche irgendwie wir müssen uns einfach damit abfinden, dass ich hier, aber ich muss das wieder aktivieren, dass ich einfach ein bisschen ziellos rumlaufe und einfach nur erkunde. Das wird das ganze Spiel sein. Das Spiel wird jetzt nicht viel, weil nicht, ich meine, so Action, Story und so wird es natürlich auch noch geben, ne? Aber so überwiegend wird es wahrscheinlich nur ich sein, wie ich hier einfach so durch die Gegend renne und versuche, mich versuche ja irgendwie, weil ich Sachen zu sammeln und Rätsel zu lösen und was ich nicht alles, ne? Also damit müsst ihr euch leider abfinden. Und hin und wieder mal die Story so hoch zu weiter zu spielen, ne? Ich weiß nicht, was man da machen muss. Also ja. Boah, ich muss niesen. So, hatte ich den Kopf da nicht schon irgendwie erledigt oder so? So, oh, guck mal hier. Da versuche ich die ganze Zeit hier herauszufinden, wie man hier so eine blöde Karte aufruft. Jetzt habe ich es gefunden. Haha. So, Gerücht. Was ist das hier? Da ist er irgendwie am Leuchten. So. Irgendwas leuchtet da. Oder ist das? Falsche Knöpfe, okay. Gut, ich weiß jetzt, wie man das hier macht. Ich hatte eigentlich vorgehabt, ne? Oh, kann ich da hoch? Ich kann da hoch. Schwingen. Wie kann ich mich denn schwingen? Wo kann ich mich hier schwingen? Oh, aber ich muss den rechten Analogstick nach oben drücken, um hochzuklettern. Ah. Ja, du sollst jetzt. Jar Jar, kannst du mal. Du hast hier so einen Greifhaken, ne? So, man kann dann einfach so hochklettern, alles klar. Dann macht es natürlich ein bisschen einfacher. Okay. Okay. Warte mal hier. Keine Ahnung. So, von hier oben wird es bestimmt irgendwas geben, ne? Pass auf. Oh, guck mal hier auf den Dächern überall. Ja. Oh Gott. Okay, irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, ich wollte irgendwie zurück zu einigen älteren Gebieten gehen, ne? Zu diesen Sumpf hier auf Naboo wollte ich zum Beispiel zurückgehen, ne? Aber kann ich nicht anscheinend, ne? Mit Schwung zur Spitze. Hoha. So, und jetzt, wo ich weiß, wie man die Karte aufruft, kann ich mir sogar jetzt hier also anschauen, ne? Wo noch irgendwas ist, wo ich noch was erledigen kann, ne? Und da ist doch mal schön, ne? Da ist irgendwie was.
Also ja, ich hatte irgendwie geplant, so irgendwie zum Sumpf zurückzukehren, aber ging nicht, weil der hat mir irgendwie gesagt, ich weiß gar nicht, wie man das macht hier, ne? Reisen, Weltraum über Naboo. Kannst du zurzeit nicht. Oh, da steht sogar auch alles, was man hier alles nur so hat und so, ne? Also ja, oh, da sehe ich, wie man dahin hing. Da ist was, da komme ich hin, ne? So, keine Ahnung, da oben war was. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Da. Ich weiß nicht, ob ich da hochklettern kann. Kann man da hochklettern? Ne, da brauche ich irgendjemanden, ne? Irgendjemand ganz besonderen. So, Karte. So. Ja, die tun so hier so ein Ding öffnen. Okay, die Steuerung im Menü ist, ehrlich gesagt, boah. Die Steuerung im Menü ist noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Ich tue mich hier die ganze Zeit verdrücken. Kann ich aber was markieren oder so? Nee, ne? Aber gut, was soll man machen, ne? So. Ich versuche nicht so viel Zeit hier auf viel zu verbringen, aber irgendwie will ich doch hier so viel Zeit wie möglich verbringen, um Sachen zu suchen. Boah, ich will die Karte immer schließen, aber mit Kreis erweitert sich die Karte hier. So. Ungeheuerlich. Dieser Schlosser installiert dieses ausgefallene Passwort geschützt und ich sage. Ja, das hat man doch schon mal, ne? So, keine Ahnung, da komme ich nicht hin. Irgendwas ist hier oben. Das ist ein. Ich habe letztens irgendwie freigeschaltet, einige Sachen hier so angezeigt werden auf der Karte, ne? So, da ist, da geht die Story weiter. Vielleicht sollte man die Story so ein bisschen fortsetzen. Vielleicht kriegen wir irgendwie einen Charakter irgendwie, der uns hier mehr Optionen gibt und so, ne? Hm. Einfach mal so, um zu gucken, ne? Ne, ist nur ein höher, sehe ich gerade. Aber jetzt haben wir noch drei Charaktere, ne? Normalerweise ist das immer so, weil du kriegst ganz schön viele Charaktere so am Anfang, ne? Aber boah, ich nehme an, um irgendwie, weil nicht hier so das Spiel so nicht so offen sofort zu machen, haben die ein bisschen so, weil nicht so sich zurückgehalten, so gesagt, so hey, spiel erst mal ein bisschen weiter, bis du mehr Charaktere hast und dann kannst du irgendwie durchdrehen, ne? So, also hier war das, ne? Kann ich da nicht einfach aufschneiden mit einem Jedi? Sieht irgendwie so voll aus, als könnte ich da irgendwie aufschneiden hier mit einem Lichtschwert, ne? Hm. Was soll ich denn ansonsten machen? So. Na, guck mal einfach mal. Das ist ja die Königin hier, müssen wir mal retten, ne? So, wenn das jetzt hier nicht mit dem Lichtschwert kaputt geht, ne? Das gibt es nicht. Scheint nicht, okay. Und dann da rein. Ich sehe nirgendwo irgendwas. Da ist eine Tür, ne, da ist ein Fenster. Okay. Ich nehme an, du musst irgendwie, weil nicht mal anders haben. Wir werden solchen Satz sonst aufmachen, wenn er ein Lichtschwert nicht schafft. So, okay. Gucken wir mal, was hier weitergeht, ne? Ich nehme jetzt nicht an, wir gehen dann irgendwie direkt hier von Feed weg. Und wenn doch, dann haben wir halt Pech gehabt, ne? Upp. Okay, what? Okay. Upp. Da, wo ist diese blöde Statue hier? Dieses letzte Statuenteil. Da würde ich ehrlich gesagt auch noch gerne abschließen hier, ne? Kann doch nicht sein. Ich wünsche, wir haben das doch gefunden. Wenn ich ja alles kaputt machen muss, geht nicht kaputt, alles klar. So viel dazu. Ja, wohl irgendwo hier noch in der Nähe sein, der Teil, ne? Ich
kann aber auch schwören, ich habe das gefunden schon, ne? Jetzt mal nicht an, du willst mir ja anzeigen, wo er ist, ne? Nö. Boah. Kollege, wo ist das Teil dafür? Zeig mir das. Ich will es ganz unbedingt. Ich muss so einen Kopf finden. Und so einen Kopf muss ich finden. Das ist das Einzige, was ich finden muss. So einen Kopf, den muss ich finden. Ich werde ihn, glaube ich, nicht finden. Ne? Hey, yo. Alter. Oh, ein Herz. Muss schon sagen, die gab es auch in im ersten Lego Star Wars, ne? Schon gewundert, ob es die auch gibt. Wenn man sich heilt und so, ne? So. Da, eine Wasserflasche beruhigt dich. So, ich finde den Kopf nicht. Ah, weiter. Boah. So. Versuche natürlich noch alles mögliche zu finden. Ich nehme an, sie bringen sie zu ihrem Schiff. Wenn ihr Schiff im Hangar gedockt ist, haben wir etwas Zeit, um sie abzufangen. Ja, da waren wir schon im Hangar, ne? Ja, da oben will ich hin. Ne, da kann ich nicht. Was ist das? Da. Ich greife hier rein und mach den hier. Haha. Ja, oh Mann, ich bin gleich tot. Wir jetzt in Sicherheit. Ich denke schon. Hey. Haben wir unsere Rettung zu verdanken? Wir sind Botschafter des obersten Kanzlers. Wir müssen dringend Verbindung mit der Republik aufnehmen. Habt ihr Transporter? Im Haupthangar, hier entlang. Mir sagen mich du einige von euch irgendwie so freischalten als Charaktere. Nicht weit. Bleib dicht bei mir. Die Königin ist hier nicht sicher. Wir müssen sie sofort nach Coruscant bringen. Was ist das denn? Ein Steckobjekt. Ein Moment. Okay, die Steuerung muss ich mich noch echt dran gewöhnen, ey. Ein Steckobjekt. Ich stecke gerne Zeugs irgendwo rein. Hey! So ein Ding hätte ich gerne, so als Lego-Form. Da sind irgendwie so 20 Druiden irgendwie drin, ne? Das ist irgendwie so ein super Battle-Pack hier. So, hey, habe ich da nicht schon gemacht? Oh nein. Ihr tut euch nicht merken, dass ich das schon gesammelt habe. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Na gut. So, Karte bitte. Okay, 23% kommen. Wir werden wohl nicht darum herumkommen, ja, zu einigen Orten zurückkehren zu können, ne? Deswegen, ja. Muss man halt so machen, ne? Aber ich halte meine Augen offen, ja, die ganze Zeit, ne? So, das Gebiet hat man noch gar nicht vorher, ne? Sein neues Gebet, neue Sachen zum Finden und zum Sammeln. Oh. Und zum Kaputt machen. Aus dem Weg, Leute. Ich will immer Dreieck drücken, ne? Aber ich weiß nicht genau. Muss ich einfach warten, bis hier ziemlich angreifen. Also das soll irgendwie so ein Konter sein, ne? Oh, noch mal Leon Jürgensen darum. So. Oh mein Gott. Warum, wenn ich Kreis drücke, geht das hier zu der vollen Karte? Warum geht das nicht hier? Hey, warte mal. Sieht ja verdächtig aus. Warum kann ich hier nichts kaputt machen?
keine Ahnung. Au, au. Boom. Gut gemacht, mein junger Padawan. Ich bekomme voll Rückblenden zu diesem einen PS1-Spiel für die von Star Wars. Oder auch irgendwie die Königin beschützen muss es die ganze Zeit. Und die ist manchmal voll in die Gegner reingerannt, ne? Ich meine so voll, ne? Du musst dich echt anstrengen, die zu beschützen, damit die nicht fragt, ne? So, eine Sekunde, meine Königin. Ich habe hier einige Sachen gefunden. Oh, ich sehe schon. Alles klar. Und hey, so schnell wie möglich diese Dinger zu sammeln, ist ja eigentlich auch nicht schlecht, ne? Einfach nur, damit ich dann irgendwie bessere Bonus und so weit freischalte, ne? Im Laufe der Zeit. Ich will da hoch. Wie komme ich da hoch? Komm da nicht hoch. Verdammt. Wieso komme ich da nicht hoch? Da muss es doch einen Weg nach oben geben. Also eine Liane irgendwie. Also eine. So ein Kabel, das mich da die ganze Zeit hinbringt. Kann ich hier hochklettern? Nö. Aber zum Hochklettern, zum Hoch. Ich kann auch nicht die Kamera so ganz nach oben packen. Ja, aber irgendwie muss ich doch da hochgehen, ne? Wie soll ich denn sonst sammeln? Ja, genau das bin ich, wenn ich hier versuche, Sachen einzusammeln. Ich muss sammeln. Boah. Okay, hier haben wir irgendwas. Das ist auch wieder so ein Ding. Meine Königin, versuchen Sie nicht zu sterben. Ich schaue mich hier auch ein wenig um. Boah, Alter. Was ist denn hier? Eiscreme! Keine Ahnung. Ich muss irgendwo da hochkommen, ne? Aber wie? Ja, wie baller ich nochmal? Ich laufe lieber mit meinen Djinn herum. Oh, das ist schade. Das ist ein Weg, Charger. Was glaubst du ja nicht, ich bin einer von wenigen Leuten, die dich nicht abmuxen wollen. Oh, ich sehe schon, glaube ich. Nee, ich sehe es nicht. Kommst du denn da hoch, Mann? Innen? Oh mein Gott. Hier rein? Kann man da rein? Ne, kann man nicht. Du lügst mich an, Spiel. Wahrscheinlich da oben, ne? Halt. Ich weiß, diese 30-sekündigen Loops hier von den ganzen Liedern. Kann ich hoch? Ne. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Jetzt sehe ich sicher, irgendwann kriegst du bestimmt irgendwie so jemand mit einem Jetpack oder so, jemand, der höher springen kann. Ne. Mal hier hoch. Dann gehen wir weiter. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin soll. Ich muss jetzt mal ein paar Charaktere mit neuen Fähigkeiten und so haben, ne? Mein Gott, ist dieser Mann schnell. So, nein. Doch, er war, ich glaube, schon mal, ne? Ich weiß nicht. Diesen Eingang kann ich mich irgendwie erinnern. Oh. Na, sehen Sie. Schnappt sie. Was ist eigentlich das hier? Das ist einfach nur so dieser. So ein typischer Anvisier-Modus oder so.
ja, ich gibt ja noch andere Kombos, genau. Aber zu, ne? Also habe ich mit dir. Oh hey. Grundlagen, also na gut. Das ist das Schiff ihrer königlichen Hoheit. Dann gehen wir weiter mit der Story. Ne, weil ich bin zu inkompetent hier zu sehen, wie es ja weitergeht, so mit dem Sammeln. Aber schwinden wir ja. Jetzt müsste jetzt eigentlich nach Tatooine gehen, ne? Da ist die Blockade. Oh mein Gott. Wie schnell schon hier weitergeht, ne? Ja. An die Arbeit, an die Arbeit. Wir haben genug Energie, wir haben nicht genug Energie. Hier, Meister, Tatooine. Oh, alternativer Skin von Jar Jar. Und arm. Die Föderation hat dort keinen Einfluss. Oh. Tatooine, sagst du? Irgendwelche Vorschläge, wo wir landen sollen? Am ehesten können wir die benötigten Teile im Raumhafen Mos Espa finden. Dann auf nach Mos Espa. Aber lande ein wenig außerhalb. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Beschleunigen, mein Gott. So, meine Frage ist jetzt natürlich, gibt es überhaupt Padme? Neue Charaktere. R2 müssen wir eigentlich auch freigeschaltet haben, ne? Weil der ist auch auf Tatooine, ne? So, meine Frage war jetzt natürlich, gibt es hier auch irgendwie Sachen? Oh, kann ich ja hier so nachgucken, ne? Warte mal, tue ich so zwischen den Planeten hin und her? Was ist da? Ist das hier das, wo wir das Spiel begonnen haben? Ja, ne? Wo bist du? Böse? Kann ich die kaputt machen? Ich muss dich kaputt machen. Hala. Schon sagen, gibt es in diesen Weltraumpassagen auch irgendwie was? Boah. Was meinst du? 5 Stück? Boah. Okay, cool. Muss essbar. Ziel, Geschichte. Okay, bleib. Okay, ich habe gedacht, jetzt hier werden jetzt alle Planeten von Episode 1, ne? Hier wäre jetzt hier Tatooine, dann wäre jetzt hier Coruscant, ne? Weil jetzt sind ja einzigen Planeten und Episode 1, ne? Und anscheinend gibt es hier noch mehr Sachen. So. Dann ab nach Mos Espa. Dann 3 Charaktere. Ich nehme an, das sind Charaktere. 33 von denen her. Na gut, dann gehen wir mal von diesem Planeten, ja. Irgendwas machen? Okay, okay. Schon so ein bisschen Open World, ne? Tatooine, Mos Espa. Mos Eisley von Episode 4, ne? Sie will mehr über diesen Planeten erfahren. Wer sind du denn? Ich bin Padme, eine Dienerin der Königin. Das ist kein guter Gedanke. Aber sie ist in Wirklichkeit die Königin, ne? Diese, ich weiß nicht, ob ich da nie richtig aufgepasst habe oder so, aber irgendwie hat mich das schon immer verwirrt, ne? Oh, ich muss die Knarre. Qui-Gon verkleidet. So, ich muss die Knarre erstmal ziehen, ne? Ich tue jetzt erstmal die Charaktere ansteuern. Ja, Nahkampfangriffe. Ja, in den ersten Tagen konnte er fliegen, ne? Genau. Cool.
Da haben wir ein paar neue Charaktere, mit denen wir rumalbern können, ne? Was ist das hier? Einsteigen. Seid ihr bereit für die Fahrt? Oh. Nee, eine Sekunde. Hier haben wir irgendwas. Jemand, der einen Doppelsprung machen kann oder so, ne? Wer die Macht benutzen kann, das sieht irgendwie aus wie. Nein. Aus dem Weg, Jar Jar. Boom. Willkommen in Mos Espa. Sehr cool. Was geht? Wo bist du? Du sollst mir einfach nur Tutorials mal geben. Boah. Aus dem Weg, Leute. Für mich seid ihr alle nur Banterfutter. Das ist klar. Ich habe schon was Schönes gesehen. Was ist das? Wofür brauche ich das? Was ist das für ein Teil? Warte mal. Oh. Um da mal ein Ding. Die man auf einigen Planeten jetzt halt die gleichen Rätsel hin und wieder geben, ne? So gut, hat hier die ganzen Minikarten Dinger apropos, ne? Kann ich da wieder was Neues freischalten? Ich glaube, ich brauche da irgendwie ein Charakter, war nicht verfügbar, alles klar. Muss da erstmal wieder was 10 brauche. Ich habe 8. Ich will natürlich erstmal das hier voll ausbauen, damit ich mal genau weiß, was hier alles so ist, ne? Was ist dieses rote Zeichen, das hier, ne? Schnellreise. Kann ich irgendwie höher springen jetzt oder bin ich mir nur ein? Hey, was geht? Oh, R2. Rodianisch könnt ihr nicht sprechen, aber. Okay, verdammt. Wieder mal gar nicht. Ich fand übrigens schon immer komisch, dass irgendwie die Hauptcharakter immer druidisch sprechen können, ne? Ich weiß, was ihr braucht. Ihr braucht einen süßen kleinen Propellerhut für euren schäbigen Astromech. Das gibt dem kleinen Selbstvertrauen. Jede Wette. Okay. Warte mal, auf der Karte wird angezeigt, wo das ist. Sehe ich gerade. Sehe ich doch hier irgendwo. Da, da ist eine Leiter. Ich habe es gelöst. Ich soll vielleicht mal mein Lichtschwert hier wegpacken. Haha. Wir sehen es doch ja, dass wir hier in geheimer Mission sind, ne? Ich laufe hier so offen mit meinem Lichtschwert hier durch die Gegend. Irgendwas noch da. Ja, nichts auf der Karte. Da ich gerade auch so. Wo ist es? Oh, okay, ich habe es nur so lange in die Hosentasche gesteckt, wenn ich darüber gelaufen bin. Nicht gedacht, dass man auch hier mit rumlaufen kann. Als Jedi. Ich dachte, da kann nur Jar Jar. Wollt unterm Vordach. So. Diesmal tun wir hier alles so nacheinander irgendwie abgrasen, ne, damit ich halt den Überblick hier nicht verliere, ne. Nicht erstmal 5 Orte hier auf einmal erkunden, ne, und dann irgendwie ziellos durch die Gegend rennen und so, boah, war ich da schon, oh, wie komme ich denn da hin? Oh, so, da komme ich schon wieder nicht hin, ne. So wie ich jedenfalls weiß, ne. Ich muss auch daran denken, einige Sachen werden noch gar nicht hier angezeigt, ne, für mich auf der Karte. Man kann ja trotzdem mal nachgucken, ne? Also irgendwas ist hier. Ja, da brauche ich wahrscheinlich irgendjemanden, den Enterhaken oder irgendwie sowas hat. Padme. Padme, kannst du da irgendwas machen? Die hat auch so einen Teil. Wo
Seiten hier. Ihr seid ja noch alle hier. Geht doch mal da hinten hin. Ich wollte schon da hinten. Ja, hast du auch so einen Enthaken? Ja, ich habe doch einen Enthaken, ne? Ich hab abknallen. Okay, ich nehme jetzt einfach mal an, ich kann da noch nicht hin, ne? Aber ich... Oh, sorry. Ich habe vergessen, da laufen Leute rum. Aber ich pack mal herum. So. Ganz langsam, ne? Ganz langsam. Was ist das hier? Was ist dieses glänzende Ding? Quest? Quest. Boah, ich erinnere mich noch an die eine Mission aus die dunkle Bedrohung. Im PS1 spielen, Mos Eisley. Man ja alles machen, ne? Die Straße müsst ihr lang. Macht mehr Spaß als Hyperantriebe zu reparieren. Du musst es ja irgendwie so Klamotten hier für Anakin suchen. Spoiler, Anakin kommt hier gleich. Und verschiedene Materialien finden und so, damit er dann Podracer reparieren kann. Einfach gratis umsehen und auch nicht gratis umriechen. Auch das kostet. Und haltet euch gefälligst die Ohren zu. Da konntest du irgendwie Anakin töten und dann, wenn du Anakin getötet hast, dann oh, dann ist die Mission scheitert, hast du verloren. Oh Gott, okay. Was ist denn hier los? Mein Gott. Du auch? Mach aufs Maul. Pau's Maul. Warum klopfen wir uns mit Rodiana? Was ist hier auf einmal los? Nimm das. Warum klopfen wir uns gerade mit Rodiana? Okay, erst einmal alle chillen, okay? Alle mal chillen, ja. Da kommt mir mal mehr. Sei ruhig. Keine Musik mehr. So, wenn das jetzt zum Beispiel das PS1 Spiel ist, von den dunklen Bedrohungen, dann wäre ich jetzt hier schon Game Over, weil dann wird da irgendwie so eine Nachricht kommen, so Anakin oder Padme oder so wurde getötet. Dann habe ich halt verlieren, habe ich halt verloren, ne? Ja, geht halt mal wieder aus. Ich weiß nicht, was hier gerade das Problem ist. Kann man nicht vorstellen, dass hier noch mehr Gegner töten muss oder so, ne? Hör mal auf. Was ist ja los, Mann? Ich werde hier öffnen. Hallo? Ich werde abschießen. Hallo, ich bin noch neuer. Was muss ich machen? Okay, ich. Dann gehe ich eben weg. Sorry. War noch ein bisschen. Ich weiß nicht, was hier Problem war. Ich habe das Ding geöffnet, aber. Ja. Diese Rodiana-Gangster haben eine schicke neue Tür in ihrem Laden. Das stinkt doch.
Niemand zahlt Geld für eine neue Tür, wenn dahinter nichts Wertvolles versteckt ist. Ich zum Beispiel habe nicht mal eine Tür. Oh. Ich habe nichts zum Verstecken. Ja, okay, jetzt wissen wir das, aber... Na, ich denke, wir haben... Das ist aber nicht, was hier Problem ist ja gerade. Hinter? Weiß es nicht. Ich habe ewig einen... Mein Gott, Qui-Gon. Ich hab den geknackt und... Na gut, ich weiß es nicht. Das Spiel schmackt gerade ein bisschen um. Ne? Was soll man machen? Ne? Ich werde das schon irgendwann herausfinden. Dann gehen wir mal auf die Dächer, ne? Damit wir halt wissen. Wenn ich so jede Folge irgendwie so ein neues Gebiet finde, bin ich eigentlich schon zufrieden. Ne? Oh. Da kann ich wieder nicht öffnen, ne? Ja, man, dafür brauche ich so einen Bösewicht, ne? So wie für die Statuen, ne? Muss das starten. Oh, starten. Schießübung. Oh. Ich weiß ja, wie man das steuert mittlerweile. Oh Mann. Mit dem rechten Analog tut man das hoch und runter bewegen. Mit dem linken tut man das bewegen. Ja, das ist ziemlich einfach. Ob ich das zeitmäßig schaffe. Ha, was hat das Ding analysiert? Ob ich das schaffe, ja, zeitmäßig, ich glaube nicht. Boah. Mach doch ja nicht alles kaputt, Mann. Nein. Nein, was zum... Nochmal. Ja, Dings brauche ich nicht. Ich brauch den Stein da, hallo. Da bekomme ich ja. Hallo. 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 Boah. Kann ich auch schon vergessen. Boah, Qui-Gon. Du sollst. Warum tut denn der hier alles mögliche andere? Boah. Bekomme ich irgendwie mehr Punkte, wenn ich irgendwie. Komme ich mehr Punkte, wenn ich halt verschiedene Dinger mache? Boah, Qui-Gon, du sollst auf diesen schönen Ball. Tut er erstmal alles andere hier kaputt hauen, ne? Wahrscheinlich will er nicht, ne? Obwohl. Ich Glück hab. Komm, einer noch. Nein! Nein! Ey, was zum. Will ich auf den Arm nehmen? Na, warte. Machen wir erstmal alles hier kaputt, ne? Damit ich auch nichts anderes an, wie sie haben. Gibt's doch ehrlich. Du auch aus dem Weg. Gibt's doch einfach nicht, ey. Ich erstmal hier alles andere an, wie sie hat, statt das blöde Teil, ey. Mein Gott. Hier, die Basketball ist serious business, okay. Was?
So, ich weiß nicht, ob ich weniger Punkte kriege, wenn ich die ganze Zeit in dem gleichen reingehe. So, ich krieg immer Punkte, ne? Immer die gleichen. Bah. Leute. So, noch ein. Das war. Was? Wenn ich auf den Nerven hier. Oh, 1000. Sei zu. So, das haben wir erledigt. Bummerball. Noch was hier? Ich wusste, dass dieses Spiel ein Renner ist. Hey, wenn ihr noch mal spielen wollt, nutzt. Ah, okay. Auf. Ich dachte, ich krieg noch was hier oder so, ne? Okay. War ein bisschen frustrierend, aber trotzdem lustig. Hier ist eine Quest, sehe ich gerade. Hallo? Ja, was muss ich da auch mit diesen Punkten ja machen, ne? Ich meine, damit kann man sich Fähigkeiten kaufen, ne? Aber gibt es bestimmt auch noch andere Sachen, die man machen kann, ne? Ey, cooler Hut. Sucht Schiffsteile? Na klar, jeder tut das. Dann solltet ihr zu Watto gehen. Sein Laden ist am anderen Ende der Stadt. Okay, irgendwie geben die mir aber nichts so. Ich dachte, die geben mir irgendwie Quests oder Gerüchte oder irgendwie sowas, ne? Aber anscheinend nicht, ne? Hat der Lichtschwert weg. Was hat Lichtschwert? Nein, keine Zerstörungswut, Lichtschwert wegpacken. Nach oben noch und sagt mir jetzt später da hochgehen. So, ja, weil er weiß, wie die Dinge auch funktionieren. Ne? Boom. Ha, ha, über die Welt die Kuppel erklimmen. Aber so, sieht mir so aus: so eine Menge noch. Ne? Schießstand abgeschlossen. Was hat ihr Gespräch? Okay, ist halt wichtig. Mir hat noch so auf Karte angezeigt wird, ne? Ich hoffe, die Sachen, mit denen ich interagiert habe, die verschwinden auch irgendwann, ne? Schaut ihr mich so an? Hab ich da was? Wo denn? Was ist das? Ein Käfer? Ich dreh gleich durch. Jetzt sag schon. Was ist das? Was habe ich auf dem Kopf? Ist das irgendwas Blaues? Was habe ich auf dem Kopf? Ist es eine Spinne? Nein, es ist irgendwas Blaues. Was? Eine Blauspinne? Mach sie weg! Ja. Oh Gott, bitte sag mir, ich kann ja Pod Racing machen in dem Spiel. Das wäre super cool. Hallo, oh, was haben wir da noch? Was haben wir da noch für eine Schönheit? Ha. Ha. Na, oh, schon wieder so was. Kann man da sagen, wofür das ist? Oh nein, ich meine damit jetzt nicht jemanden in den Kommentaren. Ich meine so im Spiel, ne? So, mag mal bei einer sagen, was hier ist. So, 9,9%. Tun wir mal die Story ein bisschen fortsetzen, ne? Oder ich weiß ja nicht, wo ich dann wieder lande, ne? Oder ob ich dann schon wieder weitergehe oder so, ne? Boah, sieht wichtig aus. Hat das Laden? Ich glaube, wir müssen eine Stromrechnung hier mal. Also nee, nicht bezahlen. Die muss. Ich glaub, der bezahlt zu viel für seinen Strom, wenn so da drin am Leuchten ist. So, noch so ein Teil. Was ist das hier? Ich nehme an, damit kann ich nichts machen, ne? Ah, oh, da ist was zum Einstecken, sehe ich gerade. Charger. Ich brauche jemanden zum Tragen. Ich meine, okay, ja, Qui-Gon kann das auch tragen, aber... So, wo ist das? Und das packen wir da rein, ne?
einstecken. Einstecken, habe ich gesagt. Und wenn ich einen mit so technologischen Klamotten vertraue, dann natürlich Jar Jar, ne? Schrottplatz, Schatz. Wie mein alter Lehrer. Arr. So, da wollte ich nicht die Steuerung an. Die muss ich mich nur gewöhnen, ey. Das ist noch ein absoluter Albtraum, finde ich gerade. So, kann ich das hier freischalten? Ja, kann ich schon lange freischalten. So. 15. Oh, cool. Das ist cool. Kann ich deaktivieren und aktivieren. Wow. Will ich das? Ich weiß es nicht. Will ich das mir so die ganze Zeit angezeigt wird? Ja, ansonsten wird mir ja gar nichts angezeigt. Das ist auch lahm. Ob mir die ganze Zeit so angezeigt werden will, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich kann aber nur einen von denen deaktivieren, ne? Da kommen wir auch nicht, ne? Also aber schon so ein bisschen so in your face, ne? Im Sinne von, ey, guck mal, da ist was, ne? Aber ich dachte, ich habe ja voll Geniestreich gemacht, ne? Indem ich mir halt so schnell wie möglich hier aufdecke, ne? Jetzt nicht gerade, dass das jetzt so aussehen würde. Okay, was soll man machen, ne? Ich finde lieber die Sachen und bin danach am Ende froh, anstatt, weiß ich nicht. Das ist halt wahrscheinlich nur, wenn ich irgendwie so neu irgendwo bin, ne, dass hier noch so viele Sachen sind, ne? Aber wenn ja, wo sind das hier? Ergreifen. Ah. Ist noch so ein Teil. Oh! Wie mache ich das Ding hier? Und nun, das ist noch so ein Ding. Muss ich da eben Macht benutzen? Okay, wenn man nicht gerade auf die ganzen Dinger hier guckt, dann stört das schon nicht. Oh nein, ich kann nicht mit dir reden. Druide. Oh, da steht ja auch so ein C3PO. Nein, das heißt, ich brauche so ein Protokoll-Druide, ne? Alles klar, verstanden. Wie mache ich denn das Ding jetzt hier noch? Uff. Gar nicht. Gar nicht. Was ist ja los? Warum krieg ich dich nicht hoch? Oh. Aha. Din. Rip. Irgendwelche Zeichen, die mir was sagen sollen. Ich sage, für diese Zeichen sollten wir irgendwie was sagen. Ah, so, jetzt muss ich irgendwie dahin. Ne? So, aus irgendeinem Grund ist Qui-Gon der Einzige. Der hat... Scheint sind nur Jedi so Akrobatik. Ne? Obwohl Jar Jar irgendwie in der ersten Episode irgendwie voll in diesen Sumpf da reingesprungen ist, ne, so voll mit so Animationen und so, ne, anscheinend ist das nicht mehr genug, ne. So, kein Fernsehen für dich, Kollege. So, cool. So, ich mit dir schon, ah, ne, kann ich ja nicht. Verdammt. Hey, du siehst freundlich aus. Oh,
mal mit dir reden eigentlich. Ja, super. Hier ist nix. Also kommt Gegner oder so, ne? Na, was heißt? Ja, wenn man genau irgendwie gerade dahin guckt, wo die ganzen Sachen sind, dann ist das natürlich wieder. Na, mal gucken. Mich stört das nicht. Mich persönlich stört das nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist nur ein bisschen Overkill, so meiner Meinung nach. Hey. Ja, seht es euch an. Das hier ist die große Arena. Austragungsort des Punta Eve-Rennens. Die Hutten sind zwar schleimige Sklaventreiber, aber Rennen organisieren können sie. Strahlende Sklavin. Machen wir noch was hier. Ha. Boom. Kaputt. Was weg? Ausgegongt. Oh, habe ich einen Gong-Druide erledigt? Sorry. Es tut mir leid. So. Oh, was ist denn hier los? Part me. Verdammt. Lass mal kurz hier hinkommen. Okay. Sieht ja ein bisschen gefährlich aus. Was ist hier los? Was mache ich hier? Ah. Was haben wir hier alles? Zeig mal. Okay. Was muss ich hier machen? Irgendjemand, der mir hat erklärt. Du, ja, dich habe ich vorhin aus Versehen angegriffen. Sorry. Habe ich mir mal einen Portrenner gebastelt, der von zwei Wompratten gezogen wurde. Ich kann dir sagen, die Dinger sind schnell und sie vertragen keine Kritik. Seid erlaubt beim Portrennen? Muss ich eine Kutsche gebaut oder was? Okay, ich kann das Ding nicht hochheben. Da muss ich ja mitmachen. Kann ich auf die. Oh, ich kann auch so einfach bewegen. Cool. Warum die Macht benutzen, ne? Also ich dahin. Ich kann es doch nicht mal annehmen, Mann. So, ich geh mal hier hoch. Haha. Meins. Schiebespiel. Was ich irgendwie am ersten Lego Star Wars richtig cool fand, war dieses, hey, warte mal. Jaja, kannst du dich an die Dinger dran denken? Das ist bestimmt so, um die zu dir hinspringen, ne? Was ich richtig gut fand am ersten Lego Star Wars war, dass du diese Hub-Area hattest, ne? Diese Kantina. Die fand ich richtig lustig. Da sind dann die Charaktere alle rumgelaufen, die du freigeschaltet hast, ne? Vermisse ich ein bisschen hier, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber... Oh, guck mal, wie stark der ist. Boah. Aber wenn das hier so Open World dagegen ist, dann ist das ja eigentlich auch nicht schlecht, ne? So, ha. Okay, ja, habe ich mir schon gedacht, ich muss hier irgendwie sowas machen, ne? Ha. Ha. Und... Ha. Ah, so einen blauen brauche ich nicht. So einen blauen brauche ich nicht. Das Ding allerdings. Meins. Ja, jetzt hole ich mir noch den blauen. Wenn schon, denn schon, ne? Haha. Jetzt gehe ich noch hier hoch und guck, was hier ist, ne? Es geht immer weiter. Es gibt immer neue Sachen zu entdecken. Hey, du schon wieder.
Ah, verdammt. Nein, jetzt muss ich erstmal wieder jemanden hier hochbringen. Ah. Irgendwie so eine Abkürzung. Gott, sieht man nur die Zunge. Na gut, da muss noch mal hier hochklettern. Natürlich. Nachbarn. Komm schon. Wird sein Machtsprung. Wird seine Knie, Qui-Gon. Kannst du locker darüber springen. Ich habe gesehen, was du in dem Kampf am Ende dieser Episode gemacht hast. Da ist noch ein Astromech-Droide. Ja, wollte ich hier runterspringen? Ich weiß nicht. Oh, nee, da will ich hin, genau. Warum seid ihr schon da? Was? Ja, man kann einfach da. Ja. Nur wieder dazu. Ayo. Warte, ich konnte mit dir reden letztens. Boah. Du bist doch der gleiche Typ, oder? Ich will jetzt nicht sagen, dass die Wookies alle gleich aussehen, aber. Jetzt sehe ich sicher, du bist der gleiche Typ, ne? Du hast wieder diese Liste in deiner Hand und so, ne? Meine Güte. Ayo. Machen es schon richtig. Ein ruhiges Leben im Einklang mit der Natur und alles unverständlich. Taskenräuber sind voll missverstandene Kollegen, ne? Knights of the Old Republic erfährt man so ein bisschen von deren Lore. Findest du ganz schön krasse Sachen daraus. R2. Warte mal, kann Obi-Wan nur? Ja, Wookisch und so sprechen? Und Astromech? Sorry. Die Leute am Platz werden schick aussehen, wenn sie fertig sind. Wenn sie fertig werden. Ich glaube, da sollen sie nicht gerade hilsten. Erscheint sie, als wäre etwas Wichtiges vergessen. Ah, so tut man Gerüchte freischalten. Womit man dann. Nehme ich mal an, die Option bekommt hier. Warte nicht. Diese Steine hier zu finden, ne? Oh, guck mal, ich weiß, was der für ein Ort ist. So, da ist schon wieder so ein Teil. Oh, muss ich jemanden haben, der sich da irgendwie so durchschlittern kann, irgendwie so? Jemand, der irgendwie klein genug ist, irgendwie da durchzupassen? Oder irgendwie sowas? Ich nehme an, sowas muss ich da machen, ne? Sonst wüsste ich jetzt auch nicht, was genau das Ding hier von mir verlangt. Was ist das hier? Wo kann man hier rein? Ne, also hier kann man rein, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt hat. Ja, nö. Boah. Dann eben nicht. Wie ist mein Fortschritt hier? 20%, 9 von 33. Und 3 Charaktere. Ich meine, die Charaktere werde ich nicht im Laufe der Story freischalten, weil das könnte so irgendwie den Fluss ja der Story so ein bisschen durcheinander bringen, ne? Wenn ich hier mit irgendwie so komplett anderen Charakteren rumlaufe oder so, ne? Hey, mal langsam. So würde ich es nicht nennen. Ich nenne sie unfreiwillige Freiwillige. Was, Sklaven? Wir waren einfach nur zum falschen Ort. Am falschen Zeitpunkt zum am falschen Ort, ne? Das sind Sklaven oder was? So, C3PO. Ich weiß nicht, ob wir den hier schon kriegen, ne? Der ist ja noch in seinen relativ ich glaube, da brauche ich auch jemand anderen, ne? Der ist ja auch in so einem relativ, weiß nicht, noch unfertigen Zustand in Episode 1, ne? Deswegen glaube ich nicht, dass wir hier schon C3PO bekommen bald, ne? Habe ich nicht gerade mit dir geredet? Oh, nee. So. Auf den ersten Blick finde ich hier nichts, ne? Was wir noch finden können, dann würde ich sagen, ob Segel von der Säule.
irgendwie so Anspielung an Perle vor die Säue oder so. Gibt so einen Spruch, ne? So. Geht da oben, versuchen wir noch hinzukommen und dann mal auf Feierabend. Wir sammeln. Ich will da oben noch hin. Ich habe nicht so erklärt, dass der konventionelle Weg ist, den ich hier gehen soll. Nein, kann ich mich da hin? Jaja. Aber wo hocken die alle schon wieder rum? Was? Du bist sogar hier. Perfekt. Ich brauche dich, Jaja. Ich weiß, diese Worte hörst du nicht oft. Aber ich brauche dich. Ha! 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 Musst du da hoch? Ich meine, einfach so manchmal nur seine Zunge sieht, ne? Ich bin mir jetzt sicher, so soll man eigentlich nicht hier hoch, ne? Haha! Ich cheate! Komm ich da hoch? Aha! Das ist wie mit Lego spielen, ne? Du nutzt einfach deine Kreativität, ne? Sollte wahrscheinlich nicht so dahin kommen, ne? Aber ich habe es geschafft. Gut. Dann würde ich sagen, ich habe ja genug erkundet für diese Folge, ne? Wir haben in Feed hier. Wir sind aus Feed hier rausgegangen, ne? Haben die Königin gerettet. Hier gibt es eine Menge Türen, die ich nicht öffnen kann. Wir haben ein bisschen in Mos Espa. Ich wollte schon wieder mal 25%. Das ist noch ein guter Track Record, ne? Ein Drittel von den Dingern, ne? Ich begebe mich schon mal jetzt zu Vatusladen, damit wir beim nächsten Mal schon direkt davor sind, ne? Ich gucke mal, ob ich hier beim Verabschieden hier vielleicht noch irgendwas finde. Ja, anscheinend ja. Oh. No, Sekunde. Charger. Wenn ich natürlich was hier noch finde. Dann nehme ich das natürlich noch mit. Boom. Haha. Meiner. Gut. Der war auch da drin. Was? Wer bist du? So, dann soll ich bis aufhören, sonst ich könnte ja wortwörtlich noch stundenlang hier sitzen und hier Zeugs einsammeln. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Weil sonst wird euch Pack mir ins Gesicht schießen. So bam, verdammt. So bam. Mal klatscht sie euch alle. Deswegen ganz schön Impact hier so zwischen den Angriffsanimationen. Sehr cool. Hat sie auch so Kombos? Keine Ahnung. Was haben wir da Sprunganimation oder? Ich weiß nicht. Egal. Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut wieder bei der nächsten Folge vorbei. Ciao.